Hallihallo zurück in Fallout 76. Neue Aufnahmesession. Ich habe euch in einer der vergangenen Folgen gefragt, ob ich denn einfach nicht der Hauptquest folgen soll. Das mache ich jetzt, denn ich glaube, der große Rush ist jetzt erstmal so vorbei, wenn man sich hier auf der Karte umguckt. Okay, hier kommt gerade nochmal irgendein anderer Spieler, aber es ist nicht so, dass man hier ständig von den Leuten umgerannt wird. Deswegen würde ich jetzt auch mal die Hauptquest spielen und das ist hier schon das Camp des Overseers. Da waren wir in der Multiplayer-Session schon kurz. Und ich soll hier noch kurz ein paar Sachen craften, um einfach diese Quest voranzukriegen. Dann machen wir das jetzt halt mal schnell. In der Hoffnung, dass ich irgendwas habe. Was kann ich hier? Light, Leather. Gibt es irgendwas, das mich sogar verbessert? Das wäre sogar besser als das, was ich momentan habe. Machen wir das hier. Tada! Was hat das gebracht? Dann gleich mal anlegen. Genau, wenn wir den. So, und stattdessen habe ich weggetan, was? Right leg. Wood. So. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Scrap items und dann noch jetzt hier gleich. Und hier. Oh, ab du Holzscheiß. Dann bauen wir jetzt hier auch gleich noch eine Waffe. Bauen gleich auch hier noch eine Waffe. Wie zum Beispiel. Was kann ich denn davon bauen? Irgendwas, was ich vielleicht auch noch brauche. Ach komm, ich mache jetzt hier mal diese Wurfmesser. Ich meine, sonst Schusswaffen habe ich ja genug. Gilt das nicht als Waffe? Doch. Okay. Dann haben wir das erledigt und dann gehen wir jetzt weiter hier in Richtung Flatwoods, den Overseer finden. Wenn ihr damals diese verrückte Beta-Nacht angeschaut habt, dann habe ich das da auch schon gemacht. Dummerweise hatte ich in dieser ganzen Beta-Aufnahmesession die ganze Zeit so schön das Radio an und das führt dazu, dass man leider nichts mehr davon hört, weil das ganze, die ganze Musik ist natürlich lizenzierte Musik und da gibt es auf YouTube den mega Rechte-Abfuck, wenn man die Videos monetarisiert. Sag mal! Hört mal auf hier! Ist ja hier. Vermutlich sollten da deutlich weniger Gegner sein, weil die ganzen Noobies die alle wegmähen, aber dadurch, dass keiner mehr übrig ist. So. Ich benutze auch viel zu selten mein Spezial. Nein! Na gut, hätte ich mir eigentlich auch gleich da drüben mal reparieren können. Dann gehen wir gerne mal kurz zurück zum Camp und reparieren. Das hat ja nicht lang gedauert, ey. Keine 5 Meter gekommen. Schon wieder alles beim Teufel. Grauenhaft. Genau, wie gesagt, diese ganze Beta-Session, ich hatte sie 3 oder 4 Mal versucht zu entclaimen, also quasi die Stellen stumm zu schalten, an denen sich der Rechteinhaber stört. Dann kam der 4. und der 5. Claim, dachte ich mir, okay, fuck this. Jedes Musikstück hier wird irgendwann geclaimt werden, also lasse ich es einfach. Ich habe nochmal einen Plan, den ich noch nicht genommen habe. Habe ich denn nicht alles eingesagt? Bin ich denn bescheuert? So, wir reparieren. Also gute alte Shotgun. Nee, ich sagte reparieren. Wir haben nicht genug. Nein, schon wieder zu wenig Alu. Es liegt irgendwie Alu rum, dass ich gleich mal nehmen kann. Naja, sieht nicht so aus. Da ist nochmal Wasser. Habe ich hier noch. Irgendwie muss man diese Aluminium-Dinger ja auch schmieden können. Ich habe ja diese Aluminium-Stücke noch übrig. Jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen was zu trinken. Und dann erstmal ein bisschen Hundefutter. Lecker! Dann nehmen wir halt die Marksman Calibrated Rifle. Weil wenn ihr so kommt, ich kann auch anders. So. Bin echt ein bisschen heiß darauf, meine Power-Rüstung auszustaffieren. Ich habe gesehen, dass es echt coole Sachen im Spiel gibt. Also unter anderem auch sowas wie diese. Oh, da kommt Mr. Farmhand angeflogen.
Unter anderem auch diese Excavator-Armor, die so bergbaumäßig aussieht, wie dieser Loader-Bot, beziehungsweise hier von Alien, der Roboter, in so einem Gelb. Und dann natürlich auch einfach die T51 oder die T60. Da hab ich schon Bock drauf. Oder so eine geile X01 Enclave Power Armor gibt es ja auch. Dauert wohl alles eine Weile, bis man das zusammen hat. Uah! Vor allem, wenn man das so wie ich hier so alleine spielt. Da ist man in der Gruppe schon deutlich schneller unterwegs. Die anderen haben ja gesagt, dass sie auch nochmal Bock hätten, das irgendwann mal mitzuspielen, aber das klang jetzt nicht so wie, oh Michi, lass es uns sofort spielen, sondern eher irgendwann, in ferner Zukunft. So, das ist doch jetzt hier gleich Flatwoods oder etwa nicht? Richtig nicht so. Hier war, glaube ich, auch gleich noch eine Reparaturstelle, oder? Bilde ich mir das ein? Baupläne noch gefunden, sehr gut. Ich finde das aber so geil, wie die dann auch tot aus dem Boden brechen, ey. Paar Leute haben so in den Kommentaren gefragt, wie es mir so damit geht, dass das Spiel so miese Bewertungen kriegt. Ja, ich finde es natürlich schade, aber nicht im Sinne von, oh, diese bösen Reviewer, wie konnten sie das Spiel so schlecht bewerten, sondern dass ich halt leider auch sehe, was hätte sein können und was ist und dass da doch ein ganz schön langer Weg noch vor Bethesda liegt. Ich finde es auch ein bisschen krass, wie persönlich angegriffen viele Leute auf sowas reagieren. Oh, da haben sie auch zwei gefunden. Im Sinne von, dass man irgendwie den Test von Fallout als einen persönlichen Angriff nimmt, wenn da Reviewer sagen, das ist jetzt keine 80, das ist nicht mal eine 70, sondern GameStar Test hat jetzt zum Beispiel eine 60 gegeben und ich finde das vollkommen okay. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was muss so ein Spiel bieten, dass das da draußen den breiten Massengeschmack trifft und was ist auf jeden Fall eine Empfehlung, dann ist halt so alleine im Dreck rumsuchen, so wie ich das jetzt hier mache, nicht unbedingt das, was ich den Leuten empfehlen würde. Ich kann auf jeden Fall die Angst auch verstehen, die viele Leute haben, die dann sowas sagen wie, ja, wenn das jetzt so schlechte Bewertungen hat, dann wird Bethesda das Spiel fallen lassen und dann wird das nicht unterstützt und dann. Ja, aber auf der anderen Seite wäre es auch irgendwie weird, wenn man das dann mit hohen Bewertungen auch noch honoriert und dann quasi gar keinen, in Anführungszeichen, Lerneffekt eintritt. Das wäre ja auch irgendwie nicht gut. Also die Hoffnung, die ich einfach habe, ist, dass die das wirklich das auch machen, was sie gesagt haben, nämlich dieses Spiel länger zu unterstützen, dass das in was Tolles wachsen kann. Ja, ich hoffe, dass das passiert und dass sie es nicht fallen lassen. Aber ich denke nicht, dass, wenn halt, dass der richtige Weg wäre, dann ein Spiel besser zu bewerten, als es es verdient hat, nur um dann nicht den Multimillionen-Dollar-Konzern Bethesda zu beleidigen. Also, die werden damit schon klarkommen. Das hätte ich schon, glaube ich, schon mal gehört. Hat. Habe ich jetzt auch diesen Bug, dass ich keine Dings mehr anhören kann? Hat. Dumbbell bicep curls, tricep extensions, and back extensions, yeah. A little peeve about the lack of proper equipment. No bother, chin up. Only 8 more luxury coffins to make quota in backwoods, not in flatwoods. Be difficult given the financial situation around here. Just need to remind all our friends the Chinese. I'll be back on the plane to Ipswich within a fortnight. Gather it'll be the bench press today. Yeah. Gerade fragen, wann bin ich denn eigentlich mal wieder zu schwer?
Right now. Aber hier ist gleich irgendwo ein Baudings. Das weiß ich noch. Und das mache ich das Hotel nicht so gut durchsucht. Aber da hatte ich auch keine Zeit. So, Dele. Hier war ja auch diese Quest mit dem Mr. Handy, den man da wieder zurückgebracht hat. Oh, gibt's hier Cola? Sehr gut. So, und jetzt hier auf einer von den Verandas muss das gewesen sein, oder bilde ich mir das ein? Ah, Radio, der Todfeind! Radio, stopp! Who goes there? Part 1. Jetzt habe ich das wirklich auch. Mann, ey! Spiel, wenn ich dich gerade verteidigen will. Mach doch nicht sowas. Mann, wieso macht es das immer? Verdammt nochmal. Alter. Ich will doch nur diese Scheißgeschichte hören. Strange. Like
very good question indeed. Tune in next time to find out the answer in the chilling conclusion of Who Goes There? The Strange Encounter in Flatwoods. Ah, ich liebe das. Ich habe das bei Alan Wake auch immer schon so gemacht mit Night Springs. Diese übertriebenen Twilight Zone-Dinger, das fand ich immer alles irgendwie sehr cool. So, jetzt muss ich mal kurz die Quest abgeben. Ich muss erstmal zu den Respondern quasi gehen. Beim Command Post. So. Overseer's Log, Town of Flatwoods. My God. There's no one here. The old tavern, the church. People were using them for shelter, but they're gone. Mutations we expected. But there's something else. A disease. I was attacked by... Well, it used to be a person. But it had these green, glowing lesions, and its voice. Angry. Tortured. We are one. One what? Whatever happened here is beyond anything we expected. And we expected a lot. Before they were wiped out, the survivors called themselves the Responders. Looks like they were made of firefighters, police, emergency medical staff. They even have an automated system to teach people about treating water, food, survival. I'm doing their tests, and you should too. I know it's even worse than we imagined, but... Someone's got to know where the missile silos are and how to secure them. The responders are the best lead we have. This is the Overseer, signing off. Hm. Ja, und letztes Mal hier gar nicht oben. Ob es irgendwas Spannendes noch gibt. Hier kann man zumindest schon mal Zeug scrappen. Das ist schon mal gut. Aber es ist nach wie vor die große Suche nach Aluminium. What the hell is an aluminum falcon? Sage mal. Kupfer. Close, but no cigar. Bräuchte echt Alu. Ich weiß echt noch, bei Fallout 4, ich hätte die Geschichte ja schon mal erzählt, da gab es halt eine ganze Fabrik, wo überall das rumlag. Jetzt hören wir uns mal diese Survivor Story an. Hi. Dasa asked me if I would talk about how I got here. She asked everybody, so I said okay. My name's Colonel and I'm 13 years old. I just wanted to say I'm sorry. I'm sorry for everything. The bombs and messed up people and the cows with two heads, all of it. Was bad. Just bad. I cheated on my spelling test. I kicked Chip Wilkins in the shins until he cried. I pushed Rosie McCloy down the stairs. I cut holes in the bottom of all the gym shorts and put glue in the mashed potatoes in the cafeteria. I told Harold Newell to eat 10 dead flies a day in order to grow muscles and I put Nuka-Cola in the rat cage water bottles at the pet store. And I just wanted to say I'm sorry about everything. My dad said if I wasn't this way, the bad things wouldn't happen. I haven't seen Daddy since the bombs, and I guess he left because of that, too. It's okay. I'm trying to be good now, though. I'm not old enough to be a volunteer, but Dasa said I could help collect food and water, so I'm getting better, I promise. And... Daddy, if you're listening, I promise I won't be bad anymore, so you can come back now. Okay. Okay. Bye. In der Zwischenzeit immerhin die Shotgun repariert
Und die Geschichten sind gar nicht so schlecht. Es ist halt nur irgendwie, wenn ich jetzt hier mit Leuten unterwegs wäre, hätte ich keine Zeit, das zu hören. Welcome to Survivor Stories. I'm Dasa Ben Ami, a responder. I've been working with the responders for a couple years now. I'm from Charleston originally, so it was easy to join up. What wasn't easy was the work. Rebuilding Appalachia from the rubble while survivors flock to us regularly from all over. So many have come and gone. Their stories untold, their names lost to time. I thought we should preserve this history somehow. I've decided to ask people to record their thoughts, their stories, anything they want to preserve forever. I'll call this series the Survivor Stories. I'll start with me. I was an anthropology PhD student at Vault Tech University, final year. I was printing my thesis when I heard the sirens. I thought for sure my father, a Vault Tech employee, could take us all with him, but only two reservations came through. I refused to go. With my little brother, went to the vault. They could not persuade me, though they tried. In the end, I pushed them inside it, and that was it. After that, I went back home to Charleston and, well, survived. Responders formed and I signed up right away. It was so hard. The flood was devastating. Relocating to Morgantown Airport and now Flatwoods has been... I remain optimistic. Been with them now for, I guess 2 years. We have big plans. Do so much to help. Maybe, just maybe, we can rebuild enough to be okay. And in the meantime, I will continue to record stories of survivors when I can. We are your history. This is Dasa Ben Ami, signing off for now. Gut, dann melden wir uns jetzt hier mal bei den Respondern an, die dieses automatisierte System eingebaut haben, um... Oh, Level 15. Yay. So, wir sollen uns bei Kesha McDermott melden. Gut, dann, was haben wir jetzt hier bekommen? Level up. Yes, I would like to see it. An idiot poured minestrone over his car. He wanted to soup it up. Die wären besser, wenn sie ein Roboter erzählen würde. So wie hier diese... Dina aus Fallout 3 und 4. Stimpaks restore 15% more health. Kann ich das nicht kombinieren? So, was haben wir denn jetzt gerade alles schon? Intelligence, First Aid. Ja, das wäre doch was. Dann nehme ich doch jetzt Intelligent dazu. Oder mehr Strength. Dann könnte ich Shotgunner verbessern. Dann machen wir doch das. Dann machen wir doch Strength besser. Was gibt's hier Neues? Oh, das ist ja nicht so uncool. Dann nehmen wir doch das auch noch mit. Jetzt habe ich 5. Was habe ich hier bei Pack Rats? Sind das One Unused Point? Ach, das steht auch immer schon unten da. Ja, dann nehme ich doch das noch mit dazu. So. Und Shotgunner können wir beim nächsten Update quasi noch besser machen. Jetzt habe ich jetzt... Na gut, ich muss natürlich noch ein bisschen hier Sachen verschrotten. Was? Hä?
Kam die Animation, die kam jetzt zu spät, oder? Gar nicht zwei Level-Ups auf einmal gehabt hätte, ey. So, jetzt verschrotten wir hier mal alles, was ich gerade an blöden Waffen bekommen habe. Also erstmal den ganzen Junk weg. Oh, dann haben wir nochmal eine Challenge geschafft. Komm, weg mit der Scheiße. Hier noch alles drin. Weapons. Die brauche ich auch nicht. Throwing Knife brauche ich auch nicht. Habe ich noch an Rüstung gegen Schmarrn eingesammelt? Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. So. Sieht es jetzt gewichtmäßig aus? Ja, ist immer noch ein bisschen zu viel. Aber dann muss ich mich halt da irgendwie mit arrangieren. So, wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Pause. In der nächsten Folge suche ich dann hier die Wasserträgerin von den Respondern. Bis zum nächsten Mal. Ciao!